Müssen viel trinken, essen braucht man lang nichts. Und irgendein paar Schlaumeier haben sich dann gesagt, wenn's dann auch noch turnt, umso besser. Und dabei entstehen die verschiedenen Grundtypen von Betrunkenen. Da gibt's zum einen den offensichtlichen. Comedian Icy Gulp setzt auf Slapstick statt auf nüchterne Aufklärung. Dass der Angriff auf die Lachmuskeln einen ernsten Hintergrund hat, weiß Amelie Müller. Die 13-Jährige hat ihre eigene Meinung zum Thema Alkohol. Komischerweise bin ich schon so die Spaßbremse sozusagen, denn ich habe eine sehr große Abneigung gegenüber so etwas. Vor allem, also auch was Alkohol betrifft, ich mag das einfach nicht, den Anblick auch sozusagen davon. Über 300 Schüler des Bremer Hermann-Böse-Gymnasiums erleben fast 2 Stunden humorvolle Präventionsarbeit. Kabarettist Icy Gulp tourt ehrenamtlich mit dem Programm Hagedicht oder was durch die Schulen bundesweit. Der gebürtige Münchner will bewusst vor den Kids nicht die Moralkeule schwingen. Hier, da kommen sie rein, denken sich, da kommt jetzt so ein alter Sack und hält uns einen Vortrag. Ja, und dann merken sie halt, das kommt plötzlich ganz anders daher. Und in der Regel, so nach dem Tänzchen, das mache ich ja extra, dieses Tänzchen, weil da wundern sie sich immer, was macht denn der jetzt da? Ja. Also, da habe ich sie dann eigentlich schon. Ja, dann kann man mit ihnen gut arbeiten. Und das macht Spaß. Unterstützt wird das Comedy-Programm vom Deutschen Kinderschutzbund und einer Krankenkasse. Damit wollen sie die Jugendlichen vor den Gefahren von Alkoholmissbrauch warnen. Es geht einfach immer darum zu sagen, kenn deine Grenzen. Ne, mach es nicht exzessiv, lande bitte nicht im Krankenhaus, total volltrunken, Filmriss, das ganze Programm. Kenn einfach deine Grenze und geh verantwortungsbewusst mit den, sag ich mal, Rauschmitteln um, die dir da draußen begegnen können. Eine Botschaft, die lustig verpackt ist, dem Publikum gefällt's. Es war eigentlich sehr unterhaltsam und witzig dargestellt auch alles. Und trotzdem hat man die ernsten Dinge auch alles gut wahrgenommen. Ich fand es sehr gut, dass er uns darüber berichtet hat, dass man Alkohol nicht wirklich missbrauchen sollte. Humorvoll aufklären. Icy Gulp zeigt, wie peinlich eigentlich ein Betrunkener ist. Noch ein paar Bierchen, da traut man sich schon mal was. Hallo, schöne Frau. Wie wär's mit uns? Was? Nicht? Ja, dann halt nicht. Blöde Kuh. Aber der Mensch ist ja ein Freak.